Provokateure der Angst mit Herrn Drosten über Arte gelaufen im Jahre 2009. Provokateure der Angst. Pharmazie, Viren, Pandemie. 2003. Arte, ja, Invasion der Viren, ja, Herr Drosten und Co. So, warum mache ich diesen Videoclip? Diesen Videoclip mache ich, weil ich gerade auf der Timeline das bearbeite, weil Schauspieler damals dort mitgemacht haben. Und ja, Provokateure der Angst, Pandemie und Invasion der Viren, auch Pandemie. Ganz geschickt gemacht. Auch da wurde von diesen sogenannten Flughunden, die da rumfliegen, die da halt die Viren halt verbreiten. Wie kann man die auch essen in Wanghang oder Waho und Co., also in China. So, also vor im 11. Jahrhundert Viren, Pandemien und so weiter. Es ging also um die 19. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg, nach der großen Schwäche. Ich finde es hochgradig interessant, wenn ich den Leuten zuhöre, die hier so anfangen quer zu denken, Freiboten und Freischäler und was weiß ich nicht alles sind. Es sind Menschen, die uns da irgendwas erzählen von freiheitlichen Geboten und so weiter und so fort. Was ich nicht verstehe ist, haben wir eine neue gesellschaftliche Ordnung? Haben wir die schon? Dass die Gesetze, die wir haben, nicht mehr gelten? Strafgesetzbuch? Jeder, der jemanden impft, jeder, der einen Eingriff in einen Menschen tätigt, ist strafrechtlich zu belangen. Ist halt so. Heute war da mal wieder so eine Parole, dass in Essen ein Arzt verurteilt und in Wirklichkeit wurde das ganz schnell runtergespielt. Das wäre ein Bluff. So, hat man ganz schnell aus dem Netz genommen. Hochgradig interessant. Hochgradig interessant. Die Wirklichkeit, wie sieht die überhaupt aus? Ist die Wirklichkeit digital oder analog? Die Analogie stirbt, weil wir nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern nur noch digital kommunizieren. Und wer am lustigsten ist, kommt auch am weitesten. Und wer unlustig ist, hat eh keine Chance. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit T-Shirts, mit irgendeinen Hoodies und so weiter von Geld machen will, dann macht er das so, dass da ganz viele Sachen entstehen, macht viel Wirbel und verkauft und verkauft und verkauft. Hat aber nichts mit der Pandemie zu tun, hat auch nichts mit der Aufklärung zu tun, hat auch nichts mit der Kampagne zu tun, hat überhaupt nichts mit zu tun. Keiner fragt, keiner hinterfragt, was ist mit Menschen, die gesund sind. Die gesund sind, wo man nachweisen kann, die sind gesund, die haben keine Erkrankung. Sie haben kein Covid-19, sie haben auch keinen Grippalinfekt. Es sind gesunde Menschen, so. Aber ein gesunder Mensch, der nichts hat, der gesund ist, kann nichts nachweisen, außer dass er gesund ist. Also er kann nachweisen, dass er gesund ist. Aber das ist nicht rechtsgültig. Rechtsgültig ist nur ein Genesener, also der erkrankt ist, an dieser Erkrankung genesen ist, der darf. Und der, der sich hat spritzen lassen, der das Risiko eingeht, zu sterben, Risiko eingeht, in Wirklichkeit strafrechtlich zu verfolgen. Das ist strafrechtlich zu verfolgen, weil das ist Strafrecht. Das steht in jedem, okay, lass es. Ich finde es hochgradig interessant. Das Strafrecht ist halt nun mal der kürzeste Weg, um Rechtsanwalt zu werden. Wer Strafrecht lernt und so weiter und darin promoviert und dadurch sich bildet und dann, wie gesagt, zugelassen und geprüft und dann Rechtsanwalt wird, im Strafrecht auch Staatsanwalt wird oder im staatsanwaltlichem Arbeiten, in der sogenannten Verwaltung, ist dann der Hinweg zum anderen Anwalt. Er kann dann zusätzliche Sachen studieren, machen und tun und sich einschreiben und prüfen lassen und dann kann er weitermachen. Aber das Strafrecht ist einfach, Strafe ja, nein, das war's. Und recherchieren, ja, nein, ist vollzogen, nicht vollzogen, ja, nein, zack, zack. So, Strafanwalt oder Staatsanwalt kann man werden, aber dann ist man unheimlich lange. Das dauert also, um da wieder Fuß zu fassen,
man wird ja nicht nur für ein Jahr Strafverteidiger oder Staatsanwalt oder, ne? Also ich finde es hochgradig interessant, dass es sowas gibt und dass man Strafen verfolgen kann, dass man Straftäter dingfest machen kann. Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht in der Welt der Pandemie, in der Welt der Viren, in der Welt der Medizin, das kann es nicht sein. So, mein Arzt hat morgen für mich keine Zeit, weil er morgen, der Morgen, den ich meine, ist immer ein Mittwoch. Immer der Mittwoch in der Woche kann ich nicht zu meinem Arzt, weil da ist er nur für die am Spritzen, die spritzen und spritzen für die Pandemie. So. Montag, Dienstag kann man zum Arzt, Donnerstag, Freitag kann man zum Arzt und nur Mittwoch halt nicht. Also werde mittwochs nie krank. Okay. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn man die Ärzte sich anschaut, wie die Ärzte arbeiten, und einige Ärzte haben also auch schon ein Isotopengerät. Ein Isotopengerät, das steht überall, so ein riesen Zylinder. Dieser Zylinder holt die Luft in dem Raum, filtert die und beinhaltet alle Viren sozusagen. Also es kommt Luft raus ohne Viren. Na, die Viren werden gefiltert und so. So was gibt es auch, ein Isotopengerät. Und ja, es wird also, der Virus wird dann zerstäubt oder zerhitzt oder, und ihr wisst, was ich meine, weil ein Virus ab einer gewissen Gradzahl nicht überleben kann. So. Dann habe ich gerade gelesen, dass man in der Arktis zig Viren gefunden hat, die Jahrmillionen alt sind und die man nicht kennt. So, wenn man also Viren findet, die auftaut und die dann freilässt, sollte man sich wirklich mal überlegen, welche Waffe Virus darstellt. Ein Virus ist eine Waffe, ein Virus bleibt eine Waffe und jeder sollte darauf aufpassen, dass so ein Virus nicht in die Umluft gelangt. So. Wenn wir alle Isotopengeräte hätten, jeder Mensch in seiner Wohnung hätte ein Isotopengerät, ein Gerät, das Viren tötet, hätten wir ja auch schon mal was gewonnen, oder? Gut, der Vermieter könnte sowas einbringen, der Vermieter könnte in jeder Wohnung ein Isotopengerät einarbeiten, könnte auch ein Riesengerät im Keller einarbeiten, da wo der Heizungsraum ist zum Beispiel, und könnte das dann als Investition auf den Markt werfen und dann ja, gäbe es keine Pandemie mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber der Vermieter würde dann viel Geld verdienen. Und die, die das warten würden, viel, also eine neuartige Industrie der Isotopengeräte, also Wartung, um Viren zu bekämpfen. Viren müssen ja nicht bekämpft werden, indem ich gespritzt werde, eine sogenannte Körperverletzung dulde. Ja? Deswegen wollen die auch so viele Papiere haben, damit man sie nicht verklagen kann. Das ist der einzige Hintergrund, warum die so viele Nachweise haben wollen, wenn Nebenwirkungen auftreten, damit die nicht regresspflichtig gemacht werden. Ist also hochgradig interessant. So, ihr habt das große Glück, dass es mal hier nicht piept und zischt und so, weil gewisse Leute heute mal ruhig sind. Was ich auf eine Art auch genieße und auf eine Art auch mal gut finde, dass das Telefon heute mal nicht so dermaßen gepiept hat, dass heute so viel an Informationen hier hingerauscht sind. Heute war ich mal informationslos. Heute ist Ruhe. Wie gesagt, außer diese eine Information, dass ein Arzt wegen Corona-19 vor Gericht, das hat man ganz schnell rausgenommen, ganz schnell verändert, vom Tisch. Ja. Und Corona ist jetzt auch von hier, vom Tisch.